sind gut darin, wir Politikerinnen und wir Politiker, Leaders, wie wir uns manchmal nennen, den Wandel als etwas Positives zu beschwören. Selten wird ein politischer Wahlkampf oder eine Debatte damit gewonnen, indem man sagt, wählt mich oder findet mich toll, weil ich nichts tun werde. In einem Raum wie diesem, im Außenministerium, in der politischen Debatte, ist Change verbunden mit Hope das Buzzword. Aber wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Veränderung in der Regel Zumutung bedeutet, dass Gewohnheiten hinterfragt werden, dass sich Interessen und Machtverhältnisse neu justieren, dass Veränderung bedeutet, dass Neues entsteht, auch neue Geschäftsfelder entstehen, neue Business Cases entstehen, aber das bedeutet logischerweise, dass anderes auch zu Ende geht und vergeht. Da die Zeit so weit fortgeschritten ist und da die Weltgemeinschaft, und das schließt mein Land Deutschland mit ein, nicht auf dem Pfad zur Zielerreichung ist, verschärft sich dieser Widerspruch zwischen der allgemeinen Sphäre, wo man Programme beschließt, wo man sich dafür rühmt, wann man irgendwas geschafft haben will, aber in der Wirklichkeit nicht entschieden genug, nicht entschlossen genug gehandelt hat. Die Debatte ist hart und kritisch, weil Veränderung jetzt unmittelbar das Leben von Menschen berührt. Das wird in Ihren Ländern nicht anders sein. Wenn wir über Verkehr reden, über die Zukunft der Automobilität, über das Heizen, über die Lebensgewohnheiten, dann sind es keine politischen Planspiele mehr, sondern wegen der Fortgeschrittenheit der Zeit dringt diese Debatte jetzt in die Wirklichkeit der Menschen ganz unmittelbar ein. Und es ist notwendig und schwierig. Wir brauchen also beides, Geduld und Verständnis dafür, dass es schwierige Debatten gibt. Alle Fragen nach sozialem Ausgleich, nach Übergangsfristen, nach der Teilhabe an dem Projekt sind berechtigt und alle brauchen Antworten. Aber weil es Fragen gibt und weil der Widerspruch zwischen Veränderung und Veränderungsbereitschaft so offensichtlich ist, dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, die Probleme nur zu bestaunen, sondern wir müssen sie lösen. Und es ist zu lange nicht gelungen, Probleme zu lösen aus Angst vor schwierigen Debatten. Wenn wir aber, ich nehme es einmal wörtlich, als Political Leaders nicht führen, kein Leadership zeigen, dann verfehlen wir unsere Aufgabe. Dass Debatten schwierig sind, ist keine Ausrede dafür, sie nicht zu führen und in der alten Verhaltensstarre zu bleiben. Zweitens, all die Techniken, all die Veränderungen, die wir brauchen, führen auf der industriellen Seite, nicht nur auf der persönlichen, sondern auf der industriellen Seite ebenfalls zu Veränderungen. Unternehmen stellen ihre Geschäftsfelder um, Produktionsweisen werden sich ändern, von der Automobil- über die Stahl- bis zur Energieindustrie. Handwerker und Handwerkerinnen werden umschulen müssen, sie werden andere Techniken erlernen und andere verlernen. Auch das hat teilweise dramatische Konsequenzen für Regionen. Und für andere Regionen entwickeln sich neue Chancen, neue Geschäftsfelder. Man kann das volkswirtschaftlich gut auflösen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Volkswirtschaften insgesamt davon profitieren werden, wenn wir diesen Weg einer grünen Industrie, einer grünen Industrieproduktion einschlagen. Die größte Herausforderung ist, dass Energiepolitik schon immer, wenn wir ehrlich sind, und das gilt
auch und erst recht, weil wir es nicht immer wahrhaben wollten, also Energiepolitik schon immer auch Interessenpolitik war und damit auch Machtpolitik war. Wir haben uns über die letzten 3 Dekaden eine Perspektive auf Wirtschafts- und Energiepolitik gegönnt, die gesagt hat, es gibt einen Markt und der ist frei von politischen Interessen. Er ist organisiert nach Kriterien der Effizienz und dort, wo am effizientesten produziert wird, da geht die Produktion hin und dort, wo die Innovation stattfindet, da werden die Güter veredelt und das sind marktwirtschaftliche Prozesse und am Ende ist es eine globale Ökonomie, von der alle profitieren. Wenn das jemals richtig war, so war es nicht mehr richtig in den letzten Jahren. Denn Energiepolitik war immer Sicherheitspolitik und Sicherheitspolitik ist in den letzten Jahren wieder zu Macht, zu Geopolitik, zu Interessenpolitik geworden. Wenn sich die Welt also klimaneutral neu ausrichtet, hat das massive Auswirkungen auch auf das geostrategische Gefüge. Welche Länder produzieren welche Energie? Welche Handelsbeziehungen nutzen diese Energien? Welche Abhängigkeiten entstehen? Welche Partnerschaften entstehen? Wenn es schlecht läuft, führt es dazu, dass nicht mehr der Handel und marktwirtschaftliche Prinzipien beitragen. Ich rede nicht von Dominanz, ich rede von Beitragen, sondern es führt zu einer Aufspaltung der Welt entlang von Einflusssphären, die durch Wirtschafts- und vor allem Energiepolitik harte Machtkonflikte darstellen werden. Das wäre schlecht, ich würde sogar sagen, mit Blick auf das, was wir im Moment in Europa erleben, fürchterlich. Wenn es gut läuft, nutzen wir die Veränderung in der Energiepolitik nicht nur zur Dekarbonisierung, sondern zu einem neuen Netzwerk an Partnerschaften, zu politischen Mechanismen, die austarieren, dass wir am Ende miteinander handeln und verhandeln müssen. Das wäre der Sinn, der 3. Sinn von dieser Konferenz und ich lade Sie herzlich ein, daran mitzudenken.